3, 2, 1, Tobi, los geht's. Hallo, ja, wir sind wieder hier bei Forrest und wir haben gerade Besuch von Daddy das Muschiklaus. Alter, ist aber auch wieder rollig heute. Du kleines, geiles Miststück. Boah, Alter, die ist aber schon sehr agil, ne? Die hat auf jeden Fall auch Bock. Wenn ich 4 Penisse hätte, wäre ich auch sofort dabei, ne? Hat die mich getroffen? Die hat mich tatsächlich getroffen. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Hörst du auf? Tobi, der hat gerade Agro auf mich. Du kannst gerne angreifen, wenn du möchtest. Mach ich. Ich weiß gar nicht, warum die Agro auf mich hat, weil ich tue ja gar nichts. Weißt du, ich verteidige die Agenda. Ja, das ist jetzt aber... Fair ist das nicht. Bitte hab dich mal im Griff, ja. Boah, Alter, die hat mich schon wieder getroffen. Oh. Mir fehlen 3 Rüstungsteile. Oh, dann hol dir mal hier die Mutantenrüstung raus. Oh, stimmt. So, nimm mal die restlichen Pfeile. So. Hol ich mir auch mal was. Also, ist da genug dran an so einem Viech? Ja, gut, dann. Hast du die Pfeile nicht genommen? Doch. Oh, Mist, oh, jetzt waren Pilze drunter. Ich habe Giftpilze gegessen. Toll, tolle Wurst. Hä? So. Achso. Hä, wie viel Mutantenrüstung habe ich im Inventar? 0. Tobi, hey Tobi. Oh, ah, guck mal. Ja, geil, da können wir uns ja gegenseitig jetzt immer kitzeln. Ihh, dann die Augen bei dir auf der Hand. Ja, Erik. Komm mal her. Wir werden niemals eine Höhle finden, Tobi. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Aber unser Zuhause ist markiert. Ah, da sind wir, okay. Aber es wäre irgendwie auch cooler, wenn das Zuhause eben nicht markiert wäre, ne? Ja, aber das wäre zu krass. Ich glaube, ja, gut, das stimmt. Ja. Das ist halt echt, du kannst dich halt hier kaum orientieren, aber... Richtig. Cool. Also kann man mal immer wieder, ne? Und vor allem, wenn man öfter spielt, dann lernt man auch langsam die Gegenden kennen und so weiter. Aber es hat schon, das Areal ist riesig und du bist halt trotzdem, irgendwo bist halt immer verloren. Oh, warte, du bist da hinten lang gegangen. Moment, warte auf mich. Achso, ja. Sieht man die Namen eigentlich nicht mehr? Doch, aber immer, also ganz klein und dadurch, dass es so hell ist, sieht man die irgendwie fast gar nicht. Ich sehe deinen zum Beispiel gar nicht mehr. Habe ich den ausgeschaltet? Was? Kann sein, dass ich deinen Namen ausgeschaltet habe und irgendwie ist es auch cooler so. Hast du mich auf Steam wieder auf Igno oder was? Ja, na klar. Gut, richtig so. Du bist ja, also viele wissen es nicht, aber Tobi, ne, also viele machen ja diese Witze mit Tobi steht im Flur, ne. Aber der Grund, warum bis jetzt noch niemand Tobi gesehen hat, er ist halt eine KI. Also, er ist ja ein Roboter, er weiß es nicht besser, ne? Also das macht jetzt alles Sinn. Jetzt fügen sich alle Puzzleteile zusammen. Das ist nicht einfach nur ein Satz, den du so daher gesagt hast. Nee. Und er wurde halt über die Jahre immer perfektioniert. Könnte es hier oben in der Höhle gehen? Hier ist eine Höhle, Tobi. Oh. Ja, nice. So. Fledermäuse. Scheiß Viecher. So, das erste, was ich mache, ich markiere den Eingang. Indem ich dagegen pinkle. Oder ich hebe meinen Schweif und sprühe dagegen. In der Kiste ist ja auch nie was drin irgendwie, ne? Nee, irgendwie nicht. Also drin des Öfteren mal. Okay, die ist orange hier. Hm? Was denn? Der Vogel, der hier gerade gestorben ist, ne? Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, der ist mir gerade in den Speer reingeflogen. Wie er hinten aber nochmal reinkloppt. So, Tobi, ich guck mal was, ja? Ich komm mit. Okay, ich habe gerade eben eine neue Notiz gemacht. Hallo, warte, der lädt ganz schön. Oh, es ruckelt, ja, bei mir auch gerade. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ist denn die Notiz gewesen gerade? Oh ja, das gucke ich auch gerade. Erkunde tote Höhle. Das hier ist die tote Höhle, Tobi. Das okay. Ist doch... Und das hier ist eigentlich, glaube ich, die Höhle... Oh, hier ist direkt schon ein Zettel. Oh, das ist ja süß. Und hinten ist ein Flugzeug drauf. Cool. Schön.
Ja, dann kann ich gleich alles mitnehmen. So, dann würde ich mal ganz kurz. Vorsicht, Tobi. Tobi, geh mal einen Schritt zurück. Warte. Oh, wir müssen sprengen. Hm? Ich dachte, wir müssen das in die Luft sprengen. Was denn? Ih, das hier auf dem Boden ist ja eklig. Gut, das sind Fäkalien, ne? Da hat jemand einen richtig ordentlichen Schiss hingelegt. Da gab es wahrscheinlich serbische Bohnensuppe. Das hier war übrigens die Höhle, wo man früher aufgewacht ist. Nur halt, inzwischen sieht die ganz anders aus. Oh, geil! Cola-Dosen! Oh, Alter, wie viele? Kriegst du die auch, ja, ne? Ja, die krieg ich auch. Okay, cool. Ich dachte gerade, ich habe die alle weggeklaut. Oh! So, also hier hinten... Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Ich glaube... Oh. Oh, Kelt. Ja. Komm mal mit, Tobi. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja. Guck mal hier. Hier geht's auch weiter. Oh, geil. Ah, hier muss man nicht tauchen. Okay, krass. Nee. Boah, die Atmosphäre in den Höhlen ist halt so krass, ne? Furchtbar. Die ist richtig furchtbar. Oh, ich wünsche, ich hätte noch so ein Effektgerät irgendwie mit dran am Mikro, dass ich jetzt ein Echo machen könnte. Einfach, weil es ja so gut passt. Voll geil. Okay. Ja. Da hingen gerade Finger an der Decke, hast du das gesehen? Das sah aus wie Zähne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, ja, das kann auch sein. So, also hier ist ja ganz schön. Hier ist schon wieder serbische Bohnensuppe. Was machst du denn da? Was war das gerade? Oh! Was ist das? Ich glaube, es wird ein Galoppel, oder? Ja, Galoppel. Es ist ein Galoppel, Heinz, da hinten. Und Vorsicht, der ist aber nicht alleine. Ja gut, die kommen hier oben wahrscheinlich nicht hoch, oder? Vor Tobi! Wie bist du da hochgekommen? Ich bin hier einfach lang gejumpt. Uah, hi Tobi! Oh. Nummer 1. Ach doch, ich hab keinen Alkohol, scheiße. Da denke ich mir auch immer, Tobi. Das denke ich mir auch immer. Erik, der... Ja, der kommt aber nicht hoch. Alter, wie cool sich das anhört. Wo ist der andere Kollege? Den würde ich gerne... Ich glaube, der ist nach rechts hier rübergelaufen. Ja, der haut immer ab, aber kommt dann wieder. Wenn ich mich umdrehe. Ach, hier, Vorsicht, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Jetzt nicht mehr. Schon gut, der ist weg. Boah. Nice. Oh, ich hab... Ah, der ist tot! Ach, scheiße, er nicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Bleib stehen! Jetzt aber. Ich auch. Nice, Tobi. Da lohnt sich eigentlich mal wieder ein kleines Feuerchen, ne? Ja, ich glaube auch. Und gönn dir so eine Rüstung hier, Erik. Gönn ja, dir mal die Rüstung. Ja, ganz ehrlich, das hole ich mir aus dem Sommerkatalog. Gönn dir das mal. So, warte, hier hinten habe ich noch irgendwo einen, oder? Hatte ich hier nicht hier noch einen? Habe ich ihn hier zerschossen? Ich mache mal ein Lagerfeuer. Sehr gut, hier sind auch Koffer für einen Notfall. Ein Feuerchen. Bin ich wieder da? Ah, da hinten wird es nochmal schön. Ach. Das gefällt mir schon ganz gut. So. So, ja, auch nochmal... Da war noch... Ach, da oben, oder? Ja, hier! So. La, 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 la. Ach, ist das schön, Tobi. Das ist richtig hutzelig. Wo bist du denn? Oh. Machst du wieder... Alter, hier sind voll die... ETF. Ich hab einen Tennisball gefangen. Hier, fangen. Ja, bringt aber leider nichts. Der ist nur zum Ablenken, glaube ich. Ja, ich habe ihn nach dir geworfen. Ich weiß, hab's gerade gesehen. Ich sammle hier gerade immer schnell wieder Knochen. Ich habe die Dinger hier aufgemacht, ne? Also vielleicht willst du ja auch nochmal was sammeln. Ja, dann. ich komme gleich. Ich glaube, ich brauche Stoff, brauche ich bald mal wieder. Scheiße. Ich kann dir was geben, wenn du willst. Ich habe 79. Boah, was? Ja, gerne. Warte, ich komme nicht über diesen Galoppler eins, jetzt hier nicht drüber oder was? So. So. Brauchst du Knochenrüstung?
Nö, ich bin fast voll mit Rüstung. Okay, okay, okay. Aber ist das immer ein Stoff oder was? Nein. 30? Ja, geil. Geil, Tobi. Danke dir. Nice. So, jetzt kann ich, glaube ich, keine Rüstung mehr machen. Ich glaube, ich habe genug auf Vorrat. Ich habe gerade Pfeile gestohlen. Da waren noch Pfeile drin. Ich gehe mal kurz bei den Koffern hin. Ja. Oh, hier ist auch wieder Stoff. Ja, nice. Das ist das Leben. So. Kann ich da nicht? Man kann den Kopf gar nicht verbrennen, oder wie? Nee, es geht nicht. Kannst du nur als Trophäe nutzen. Leider. Okay. Ja, können wir weitergehen. Ja. Da hinten kommen noch ein paar Koffer, glaube ich. Plus noch was Schönes ausgestellt ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wunderbar. Also hier ist wieder Stoff. Hier ist überall Stoff. Das ist ja cool. Oh, nice. Oh, noch mehr Stoff. Guck mal hier, das ist der asiatische Jesus. Kann ich? Komm, mach mal ein Selfie. Mach mal ein Selfie mit mir und dem. Kann man dem nicht den Schädel spalten? Nee, ich glaube nicht. So, oh, Alter, unter den Achseln reingeschnitten und irgendwelche Dinger da raus. Oh, das ist so ekelhaft. Meine Herren! Ja, sag Bescheid, wenn du fertig bist, ne? Mhm. Ich bin fertig. Wir können von mir aus, ne? Ready to go. Guck mal, da rechts geht's lang, aber hier geht's noch nach oben irgendwo hin. Das würde mich auch interessieren. Und nach oben geht's da auch nach unten. Okay. Also hier geht's runter, aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier auf dem Level, oder? Weil sonst... Ja. Ich glaube, hier ist noch nicht mehr viel. Oh, noch mehr Klamotten. Okay. Ist, glaube ich, auch nichts Spannendes. Stylisch. Ja? Zeig mal. Ja. Ja, sieht gut aus, ne? Sieht schön freizeitig aus halt, ne? Ja. So, das hier ist das gleiche in grün. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Wir können also eigentlich beruhigt runtergehen. Hier ist, glaube ich, nichts, oder? Bitte sag das hier nichts. Och. Ach, Tobi. Oh. Ist das nichts? Alter, diese Höhlen sind so riesig. Diese Höhlen sind einfach so riesig. Verdammt, jetzt haben wir die Fackel nicht links angebracht. Ist echt ein Problem, ne? Ja, wie sollen wir hier jeweils wieder rausfinden? Kommen wir von hier? Nee. Wie, was ist das? Ist das ein Arm? Hallo? Ja. Ah, hier ist. Ach, guck mal hier. Oh, was ist das denn? Alter! Uah! Kisching! Alter, nice, Dynamit! Oh, Medizin kann ich nicht mehr tragen. Essen. Oh, ich auch nicht. Ist bestimmt frisch. Noch was zu trinken. Hier muss doch PewDiePie gewohnt haben, Alter. Wegen den Uhren oder was? Ne, wegen dem Geld. Achso, ja, gut, das. Guck mal, der Darm, der da unten in den Koffer rein. Ja, gut, da wird halt gesammelt, ne? Ah, Tücher, cool. Was hat. Guck mal, der hat ein Handy im Maul. Ich finde das irgendwie schön symbolisch. Weiß nicht warum, hat irgendwie viel Schönes. Boah, die Uhren passt, kann ich alle gar nicht mehr. Das ist heutige Zeit, Alter. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das Katana, ja! Ja, Mann! Wo ist es? Links! Da ist es! So! Hado, Bahayos, Hado! Kanda, ja, das Katana, ja! Scheiken, den Sitzo! Kanda, sag Kanda, ja, da! Gandalf! So, was ist das hier? Das hier geil, ist wieder, hier ist wieder Benzin. Kannst du Treibstoffkanister sammeln hier? Guck mal. Kann ich noch? Ja. Ja, oh, geht. Sehr gut. Was hat denn der hier? Da ist irgendwas draufgezogen. So ein Fisch. Guck mal. Da ist so ein... Ach, das ist ein Tattoo. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob das von ihm ist. Keine Ahnung. Okay, ich wollte nur gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, was man... Okay, Solas kann ich nicht mehr tragen. Getränke haben wir. Bound SKS, okay. Was haben die denn?
Wie, haben die den Laptop da irgendwie reingesteckt oder was? Das ist ja alter. Oh. Ja, so ein bisschen. Was ist mit dem sein Kopf? Das sieht auch nice aus, ne? Was war das nochmal? I Love Island? Nee. I Love Travel. I Love Travel, genau, das war's. Ah, okay. Und hier ist Lagerfeuer, ne? Falls wir später, dann können wir hier verbrennen oder also Sachen verbrennen oder natürlich uns auch häuslich niederlassen. Sag mal, ganz kurze Frage. Okay, das muss ich ganz kurz mal eruieren. Hier hinten geht's hoch. So, und jetzt kann ich hier hinten rüber. Kommt da was? Sieht zumindest so aus. Ja, ist, aber da wären wir auch so hingekommen, glaube ich. Oh ja, tatsächlich. Okay, ja gut, dann... Nein, wären wir nicht, nein. Ja, hier, nein, die wollen wir auf keinen Fall. So, willst du noch so das haben? Ich glaube, ich kann noch welche mitnehmen, ja. Okay. Nee, kann ich. Ich bin da voll mit Sodas. Also ich könnte mal, weißt du was, ich trinke mal einen. So. Bring die einfach mal hier. Hier sind so viele, ich hau jetzt mal eine Flüssigkeit wieder hoch. Oh, die Taschenlampe, Tobi. Oh, cool. Hier ist die Taschenlampe und noch ein bisschen Alkohol. Und eine Bibel, falls du eine brauchst. Und ein Typ mit einem Kreuz im Auge und einer mit einem Kreuz in der Nase. Aber Taschenlampen verbrauchen Batterien, deswegen bin ich da mal so ein bisschen übervorsichtig. Okay, und wo hat man hier Batterien? Ich habe hier keine Batterien dabei. Ich glaube, man sammelt man nicht immer welche? Batterie 98%, gerade 2 Sekunden angehabt. Alles klar. Ja, ist bei mir aber auch schon 98%. Ich habe noch gar nicht angehabt. Okay. Kombinieren? Warte mal. Wie kann ich die wieder nicht? Alter, man kann die kombinieren mit einer Kettensäge. Kettensäge mit Licht oder moderner Bogen mit Licht. Steinschlosspistole mit Sicht, handgemachter Bogen mit Licht. Was? Man kann die kombinieren mit Waffen. Krass. Das ist ja richtig geil. Okay, also da ich momentan nur eine habe, ich würde die gerne mit dem Bogen kombinieren. Ups, aber das brauche ich momentan noch nicht. So meinst du? Ich habe das jetzt mal noch nicht gemacht. Und, geht das? Hä? Ich sehe da nichts. Boah, das ist voll geil. Okay, bei mir sehe ich deinen Lichtschein nicht. Nee? Nee. Jetzt mach ich das auch mal. Ich hoffe, kann man das wieder dekombinieren? Achso, und Tape brauchen wir. Wo ist ein Tape? Da. Auseinandernehmen, ja, das geht. Okay, das ist cool. Okay, das ist echt cool. Ja, nice. Das gefällt mir gut. Ich bleibe aber erstmal beim Katana. Vor allen Dingen will ich momentan auch kein, die Batterien will ich schon, natürlich. Und wenn die jetzt immer beim Bogen dabei ist, dann muss man natürlich ein bisschen gucken. Okay, ja gut. Aber dann haben wir diese ganze Sektion haben wir jetzt, glaube ich, haben wir die erforscht? Ja, haben wir erforscht. Aber gut, wir haben eine Taschenlampe gefunden, wir haben, was haben wir noch? Wir haben doch noch irgendwas Wichtiges gerade gefunden, oder? Hab ich vergessen. Ach, das Katana. Ja, genau. Hat man auch nur eine Hand und einen Bildschirm. Alter. Das reicht natürlich nicht durch, das ist zu wenig. Idioten, Alter. Wir haben Soda gefunden. Wir sind bald die Mutanten hier auf der Insel. Aber da will ich bitte Thrombosen-Jonas sein. Ich passe auch von der Figur her. Also ich werde Muschi-Klaus. Kann ja mal ein Säckchen trinken. So. Ich glaube 10 Stück auf einmal bei den ganzen Armen. Oh, was? Hä? Bei mir ist jetzt ein E hier aus der Entfernung. Was denn? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Was denn? Oh. Hä? Bei mir hat sich gerade unterm Tisch die LED zum Selbstkleben gelöst. Und das ist mir gerade aufs Bein gefallen, Alter. Oh, okay. Oh. Alter. Ja, das ist natürlich schön, Tobi. Heilige Maria Gottes. Boah. Oh, hier ist noch Geld. Übrigens. Okay. Gut, ich warte. Achso, da bist du schon. Wo ist Geld? Hier ist Geld. Oh, geil. Okay, und hier geht's auch direkt runter. So, juhu, Schädel. Ach, kann ich nicht nochmal sammeln, schade. Aber Stoff auf jeden Fall. Oh, wie gut. Zwei Zeichnungen. Oh. Einmal, ah, oh, ein Flugzeug. Oh, wie schön. Oh. Das ist man, glaube ich, mit dem Sohnemann. Und hier unten ist nun ein Spielzeugteil auch. Der Körper vom Spielzeug, von kleinen Timmy. Okay, wir sind ihm auf der Spur. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, und hier ist noch ein Durchgang mit lauter Kreuzen drauf. Da wird er versteckt bestimmt.
oder so. Aber muss man irgendwas Bestimmtes erfüllen oder kann es passieren, dass wir in irgendeine Höhle reingehen und da dann irgendwie Informationen bekommen? Also, oder dass der da vielleicht einfach irgendwo ist? Nee, ich glaube, man muss schon bestimmte Sachen erfüllen, damit man den auch findet und sieht und was weiß ich. Okay, okay. Wahrscheinlich muss man auch in die Bergregion, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwas versteckt ist, was man braucht. So, okay, da geht's jetzt hoch. Da hinten geht's eh nicht weiter. Na gut, dann gehe ich da mal hoch. Cool, dann haben wir jetzt wieder ein paar Bilder gefunden. Und wir müssen irgendwo einen Zaun finden mit lauter Kreuzen drauf. Der wird irgendwo in der Höhle sein. Boah, wie hoch geht das denn hier? Gut, dass ich einhändig klettern kann. Tobi, bist du noch da? Ich bin noch da, okay. Ja. Ich kletter gerade unter dir. Und ich hoffe, dass du deinen Darm unter Kontrolle hast. Ich habe schon gewisse Flatulenzen. Ich habe zu viel Reh gegessen. Oh, richtig nice wäre jetzt, wenn da oben einfach nichts ist und wir wieder runterklettern müssen. Aber ein leerer Raum. Oh ne, da ist... Da ist Himmel. Wir kommen raus. Ach so. Okay. Das war... okay. Ja. Das ist aber schon ein bisschen langweilig. Ja, dann setze ich mal kurz eine Fahne. Erkunde die Höhle. Aber wird das auch durchgestrichen, wenn wir alles fertig erkundet haben? Das würde mich mal interessieren. Weil dann hätten wir nämlich noch keine Höhle fertig erkundet. Das wäre jetzt echt bitter. Ich glaube aber nicht, dass sie das durchstreichen. Hm. So, eigentlich müssten wir da nochmal runter. So, die ist jetzt orange. Habe ich jetzt orange gelassen? Aber wir... Also haben wir unten nicht schon alles ab... Also haben wir schon alles abgesucht? Nee, da war doch ein zweiter Weg noch bei dem Eingang vorhin. Stimmt, ganz am Eingang, ne? Ja. Stimmt. So, brauchen wir hier draußen noch irgendwas? Vielleicht Kaninchen, irgendwas zu essen oder sonst irgendwas? Also ich habe noch ein bisschen was dabei. Ich habe auch zur Not noch Riegel dabei. Okay, ja gut. Einen Fisch habe ich noch und einen Fleisch. Also okay, also können wir theoretisch... Ah, die Sonne geht gerade auf. Was ist mir denn? Wir können auch zu dem anderen Eingang wieder laufen, ne? Geht auch. Hier sind wir. Da drüben, da hinten müsste das Loch sein irgendwo. ja, wir könnten wieder zurücklaufen. Da hinten sind Effigies. Da oben müsste ein Dorf sein. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz gucken. Wir haben ja eine Fahne gesetzt. Nur mal kurz gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was wir brauchen können. Effigies? Was sind denn Effigies? Ich kenne nur die Bee Gees. Ne, die Effigies sind diese komischen, diese Abschreckungstotems, die wir immer bauen. Ah, okay. Die man auch selber bauen kann, ehrlich gesagt. Na gut, ist ja fast das gleiche wie die Bee Gees. Genau. Ist ja auch ein Abschreckungstotem. Ein englisches. So, warte mal. Hier oben müsste jetzt theoretisch ein Dorf sein. Das Dorf doch nicht wahr sein. Wir sollten vielleicht. Das Dorf ist schon da hinten, ich sehe das schon, aber das Problem ist, mach mal Feuerzeug aus und geh mal in die Hocke. Da waren gerade sehr, sehr viele von denen. Na gut, wir haben ja unser Katana. Mach die fertig. Hey, wieso bin ich nicht. Ich bleib gar nicht in der Hocke, okay. Mal gucken. Nur mal gucken. Also um sich das Dorf, okay. Genau, nur mal gucken, ob es im Dorf irgendwas gibt, was wir gebrauchen können. Vielleicht ja, vielleicht nein. Schlimmstenfalls. Vielleicht laufen wir uns ja mal umgucken. Also schlimmstenfalls gibt es da Blaubeeren. Ist ja auch nicht schlecht. Eben, da weiß man, was man kriegt. Okay, wir müssen dann zur gelben Flagge zurück. Komischerweise ist die gelb, obwohl die eigentlich orange war. Ach! Hä? Ist das der Anfang oder ist das das andere Stück? Nein, das ist das, wo wir rausgekommen sind. Echt jetzt? Ja. Lol. Kann mich nicht erinnern, dass das hier war. Aber gut, dann weiß ich jetzt zumindest, wo es ist. Cool. Hä, nee, das war auch nicht hier, oder? Also hier müsste gleich die Stewardess liegen. Doch, das war hier. Wir sind hier rausgekommen. Alle Koffer sind schon geplündert. Ja, das war hier. Oh, nice. Erstmal was essen. Erstmal was trinken. Medizin gibt's auch. Du kannst auf der rechten Seite kannst du hochhüpfen. Entschuldigung. Ja. Ich habe hier gerade Schritte gehört, aber wo? So, Alkohol gibt's hier. Oder unten ist so ein Mutant da unten am Rumdöseln. Achso, die kommen ja aber nicht rein. Der ist auch noch Moin! Huch, hi, da bist du ja, komm zu mir. Probierst das Katana aus? Ich versuch's, aber er rennt weg.
Ich kann dir jetzt nicht hinterher, mein Freund. Also so nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen assiges Verhalten. Sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Weiß ich nicht, warum man das dann so macht. Stell mich jetzt hin und drehe den Rücken zu. Ach, Muschiklaus ist das da hinten. Okay. Oh, okay. Cool. Oh, und noch so ein anderes Viech. Also im Flugzeug sind wir auf jeden Fall safe. Ach, dahin. Ach, Mensch. Da schnauft er wieder. Na, komm. Komm. Was machst du? Komm zu mir. Shikuri. Komm. Hast du Bock oder was? Ja, irgendwie nicht so, ne? Du rückst mich auf, Alter. Du rückst mich richtig auf. Ach, Muschi Klaus und Galoppelheinz sind es. Richtig auf, rückst du mich, Mann. Was ist dein Problem, Junge? Oh, Vorsicht. Geht es? Das geht, ja. Das geht, gut. Ich habe das Gefühl, der Speer macht irgendwie mehr Schaden. Kann das sein? Weiß aber, mit dem Katana kann man recht schnell zuhauen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Katana, vergiftete Waffe. Mit 4 Beeren kann man die vergiften. Mit 4 weißen Beeren. Wie sagt man? 4 weiße Beeren. Hier. Oder? Ja, aber nicht einfach so sammeln. Nee, das ist. Also. Das ist gar nichts. Okay, genau. Hier müssten. Oder? Sind das weiße Beeren? Ja, das hier sind auf jeden Fall andere Beeren. Die kommen ja eh nicht lang, glaube ich, oder? Beeren sammeln. So, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt... Ach, das sind Brombeeren hier. Ich wusste gar nicht, dass es Brombeeren gibt. Tobi? Hm? Ah, du bist noch da, okay. Ich check immer, weil du manchmal fliegst. Falls du dich erinnerst. Ja. So, ich sammle nochmal Chicorée hier ein bisschen. Chicorée, soll ich das auch mal sammeln? Ich sammle das auch einfach mal. Ja, und das hier sind wieder... Ich sammle auch Beeren. Auch wieder Brombeeren. Ich habe Angst, solange die in unserer Nähe sind. Ich habe immer das Gefühl, dass die gleich von hinten angreifen. Das hört man aber, glaube ich. Also die sind ja, die kündigen sich ja an. Meistens. Die sind nett. Sicher? Nein. Überhaupt nicht. Oh, ein Vogel! Hieß es ein Vogel? Hieß es ein Flugzeug? So, hier gibt es wieder Seile. Seil zum Rucksack hinzugefügt. Okay. Das Dorf selber hat jetzt nichts essentiell Wichtiges, was wir brauchen könnten. Eine Dose Cola gibt es hier wieder. Ein paar davon. Ja, wenn wir hier gestartet sind, ich glaube, wir waren dann hier sowieso schon, ne? Ja. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz Giftbeeren, würde ich gerne finden. Aber ich finde hier einfach keine. Hier sind auch Blaubeeren, die nehme ich auch gerne mit. Das Coole ist, wenn man Blaubeeren sammelt, sammelt man auch Blaubeeren-Samen. Ah, okay. Und damit können wir nämlich später noch ein schönes kleines Blaubeerfeld zu Hause machen. Ein kleines... Blaubeeren findet man im Wald immer an Silvester, ne? Oder? Oder im russischen Zoo. Bra! Wodka! Wodka! Golinka! Oh, ich kann keine Heidelbeere mehr tragen. Ist es wieder soweit? Ich hab alle Heidelbeeren voll, die sind mir auch zu schwer, Tobi. Ich kann keine Heidelbeeren mehr tragen, keine einzige. Ja gut, verstehe ich aber auch. Das ist ja schwer wie Stein. Sag mal, komm mal kurz. Ich bin hinterm Flugzeug und hab mal eine Frage. Guck mal hinter dir. Ja. Was ist denn hiermit? Warte, ich baue erstmal eine Flagge wieder hin. Hallo? Ich baue... Bist du schon weg? Nee, ich warte hier gerade noch oben, bevor ich alles runtergehe. Nee. So, okay. Katana aktiviert. Mit Gift wird's nix. Erik, warte mal, bevor wir jetzt hier runtergehen, ne? Ja, ich bin in dir. Ja. Wir sollten eine Folgenpause machen. Das halte ich für eine gute Idee. Geil, oder? Das ist eine Spitzenidee. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge die nächste Höhle. Das geht Schlag auf Schlag, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Konnichiwa.